Bei uns bei Cisco Security tut sich gerade sehr viel. Im Wesentlichen sind es drei Bereiche. Das erste ist alles rund um User Protection, also die Absicherung des Users für den Zero Trust Access und vor allem die Absicherung der Identity des Users. Da bewegen wir uns in dem ganzen Kontext SSA und SASE. Der zweite Bereich, da geht es um die Cloud Protection, also die Absicherung einer hybriden Infrastruktur und des Rechenzentrums. Ja, im ganzen Kontext Zero Trust und Segmentierung. Und der dritte Bereich, da geht es um die Breach Protection und vor allen Dingen um die Frage, was macht der Kunde, wenn es mal geknallt hat, wie kann ich relativ schnell einen Angriff erkennen, analysieren und auch beheben. Ja, und bei uns sind das die Begriffe XDR und vor allen Dingen auch die Akquise mit Splunk. Also wir beobachten aktuell drei Haupttrends bei unseren Kunden. Das erste ist, die Kunden müssen sich sehr stark mit Regulatorik beschäftigen. Ja, also die NIS2-Frameworks, aber auch im Bankensektor, DORA und im Logistiksektor, im Infrastruktursektor Richtung Kritis. Also die Kunden müssen Regulatorik umsetzen, um ihre Security zu verbessern. Der zweite Bereich, da geht es um die Angriffslandschaft, die sich verändert, vor allen Dingen in Kombination mit künstlicher Intelligenz. Also die Angriffe werden raffinierter. Man kann schneller auch vor allen Dingen Sprachen adaptieren, um noch raffiniertere Phishing-Mails zu schreiben. Gleichzeitig werden aber auch Large Language Models, die Kunden selbst aufsetzen, eigene KI-basierte Systeme, die werden angegriffen mit beispielsweise Script Insertion, also dass du die Ausgaben aus einem Large Language Model anfassen kannst, sodass ein anderer Prompt rauskommt, als der Kunde gefragt hat. Und also die Absicherung von KI-Systemen an sich. Und das dritte, der dritte große Trend, den wir beobachten, da geht es wirklich um die Herausnahme von der Komplexität bei Infrastrukturen, also die Absicherung von einer hybriden Infrastruktur, die sehr komplex ist, und gleichzeitig dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken mit einer Plattformstrategie, die wir als Cisco anbieten, um da die Lösung aufzuzeigen.